Für Arthur Abraham geht es um alles. Der Kampf des 33-Jährigen gegen Wilberforce Shehepu am Samstag in Schwerin entscheidet über seine Zukunft. Gewinnt Abraham, wird er weiter boxen. Verliert er, dürfte das sein Karriereende bedeuten. Dementsprechend offensiv formuliert er seine Ansprüche. Ich muss nur gewinnen. Das ist das Wichtigste, was gibt's. Nach diesem Kampf, wenn ich gewinne, dann bin ich Pflichtherausforderer und dann muss mein Management mit dem Weltmeister sein Management sprechen und dann entwickelt sich so weiter. Abraham will wieder Weltmeister werden und den Titel, den er zuletzt gegen Robert Steglitz verloren hatte, zurückgewinnen. Der Weg dorthin ist aber weit und vor dem Kampf dominieren andere Schlagzeilen, wie die Diskussion um Abrahams Gewicht. Ich muss noch ein paar Kilo runter, aber das ist ganz normal. Von jedem Kampf ist das Gleiche. Aber sonst geht es mir gut. Auch wenn Abraham nicht im Hauptkampf antritt. Dort steht Jürgen Brämer im Mittelpunkt. Der Schweriner will in seiner Heimatstadt seinen EM-Titel im Halbschwergewicht verteidigen. Der ehemalige Bad Boy, der auch schon einige Jahre im Gefängnis verbracht hat, will seinen Traum von der WM-Chance mit einem Sieg gegen den 3 Jahre jüngeren Italiener Stefano Abatangelo wahrmachen. Das ist ganz, ganz klare Ziel, eine Weltmeisterschaft. Und, nichts anderes ist mein Ziel. Wenn alles so läuft, wie wir uns das wünschen, dann glaube ich, geht's schnell. Abraham und Brämer, zwei ehemalige Boxweltmeister, die am Samstag den ersten Schritt zurück an die Spitze machen wollen. Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen dafür aber kaum sein.